Planetary Annihilation Let's Play Folge irgendwas. Völlig egal. Hauptsache Gegner töten. Und die Gegner sind Lelouch und Lukas und Basti. Hallo. Ihr. Hallo. Hallo. Wer möchte zuerst sterben? Sag mal an. Du. Ich genau. möchte nicht sterben. Ich werde zuerst ja, ich sterben. Bin doch für Dennis. Okay, na dann machen wir das doch so. Ach, dazu habe ich jetzt mein passendes Zitat. Bitte. Wilde Legionen würden in Schlachten ziehen und dabei würde ihr Kriegsruf sein Muad'Dib. Ja. Yay! Ich habe das Buch vor mir liegen. Sehr gut. Ich habe sie hinter mir im Regal stehen. Wir sehen hier das System, das so ziemlich jeden halbwegs interessanten Begriff aus der Wüstenplanet-Reihe des Zyklus von Frank Herbert umfasst. Das heißt, es wird super. Mir fehlt aber mein Heimatplanet. Mein Gamertag ist ja Muad'Dib. Mir fehlt also Caladan. Wo bin ich? Gibt's nicht. Schade. Danke, das war scheiße von dir. Dass du Caladan. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Wüstenplanet, Mann, diesmal Bücher. Das Allgemeinbildung. Ja, ist okay. Zwar nicht mehr so richtig, aber egal. Naja, ich hab doch. Nicht so viel Zeit, ich habe viel Schule. Ja, aber in der Schule hat man doch viel Zeit. Du wirst später weniger Zeit haben. Nutz die Schulzeit, Kind. Das also sagen hatte... sie alle, ich finde ja, das ist schon aber stressig auch so. Genug. Ja, das ist traurig, weil in der Schulzeit hatte man echt... Ich habe die alle in der Schulzeit gelesen. Das sind ja immerhin... Wie viele Bücher mittlerweile? 7 alte, 6 neue, 13 Stück. Das sind ein paar. Ich habe nur die alten gelesen. Lies mal die neuen, die sind auch super. Also die sind natürlich ein bisschen anderer Stil, weil es ja von dem Sohn ist, aber von dem Brian Herbert. Aber ist trotzdem gut. Also ich mag die ungefähr genauso gerne. Kann man echt nichts sagen. Dann werde ich die auch mal lesen. Mach das mal, komm. Das liest sich auch weg, das ist super gut geschrieben. So, ich mache hier wieder alles falsch. Ich habe irgendjemanden gefunden. Ja, mich nicht. Also wenn du wirklich da bist, wo du sagst, dass du bist, dann hast du mich nicht gefunden. Oh, Lelouch hat mich gefunden. Ja, ich dich auch. Du Sack, du. Ey. Tö. Saug ich dich halt auf, du kleiner Pussyman. Richtig. Also jetzt hier, jetzt wird's aber hart. Tschüss. Dennis, ab wie vielen Jahren soll es jetzt Play freigegeben sein? Ab 16. Naja, damit du es gucken kannst, ab 5. Oder so. Weiß wow, nicht. Jetzt bist du aber richtig ja, ja. fies. Ja, er bezieht sich auf dein geistiges Alter. Ne? Richtig, geistige Kapazität. So, ich weiß, ich baue zu wenig Bomber und so ein Zeug, aber ich wusste ja nicht, ob hier einer ist, deswegen habe ich erstmal Techniker gebaut. Alle schlagen bombt sich jetzt euch schon wieder mal kaputt. Bombt euch ruhig kaputt. Ja, werden wir auch gleich machen. Bin ich mir relativ sicher, das geht ganz schön schnell. Ich hab Zeit, ihr bombt euch kaputt, das finde ich gut. Du denkst wieder, du bist ganz alleine, kannst machen, was du willst, ne? Ja, ja. Wir sollten Basti als erstes töten. Ich denke auch. Wer ist dabei? Ich! Ich auch. Gut. Ja gut, aber der Schwachsinn muss natürlich mal sein. Wieso Schwachsinn? Dass sowas gesagt wird. Wieso Schwachsinn? Das gehört auf jeden Fall zum Spiel dazu, dass man Leute ärgert. Das ist purer Ernst. Ja, das ist ja hier kein Quatsch. Jobs auch. Was denkst denn du wieder, was wir hier Quatsch machen? Überhaupt kein Quatsch. Warte mal, was ist denn da jetzt los? Kommst du schon wieder mit diesen scheiß Dock-Kack-Dingern? Alter. So nicht. Dock-Kack-Dinger. Das machst du super, Lelouch. Ja, das ist scheiße, ist das. Ich möchte ja nur seinen Techniker kaputt machen. Ah. Das geht mir aber auf den Sack. Erklär mir jetzt bitte, was sind Dock-Kack-Dinger? Ja, Dock-Kack-Dinger. Die kleinen Docks, diese blöden Mini-Roboter. Die sind billig und alle bauen sie in Massen und es nervt einfach nur. Ja, vor allem wenn da mehrere Tausend da sind. Ja, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass es praktisch keine andere sinnvolle Taktik mehr gibt. Das ist irgendwie. Ja. Ja, ja das macht das Spiel halt extrem unattraktiv, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Meine Frage ist eigentlich, gibt es immer noch Updates? Ja, ja, weil es ja eigentlich... Ja, sie haben ja erklärt, sie wollen das schon noch ein Jahr mindestens weiter updaten und unterstützen, so wie sie es bisher gemacht haben. Aber ob das wirklich so stimmt, ist die Frage. Ja, hoffentlich. Mir fehlt immer noch die Katapultkanone. Ja, klar, da fehlt noch eine Menge. Ach, mir fehlt wirklich immer noch, dass man wirklich, ich sag mal, interplanetare Einheiten verschicken kann. Naja, halt auch so ein bisschen verschiedene Möglichkeiten noch einfach. Momentan kannst du halt nicht viel machen, außer Masseninversion durch den Teleporter. So ein bisschen Atombomben schicken, aber wenn der andere Abwehr hat, dann bringt es auch nichts mehr. Also so richtig viele Taktiken gibt es nicht bei dem Spiel.
Also es ist tatsächlich sehr begrenzt, sehr eingeschränkt. Sollte eigentlich bei einem Strategiespiel nicht der Fall sein. Ja. Dass im Endeffekt nur ein, zwei Taktiken existieren, die aber dafür dann auch fast immer funktionieren. Wenn man die richtig gut durchführt, natürlich. Ja, wenn man natürlich, es geht immer darum, wenn du es gut machst, klar. Du musst natürlich wissen, was du tust, sonst... Sonst weiß man es nicht. Es macht trotzdem Spaß. Ja, aber die Frage, wie lange es den Leuten noch Spaß macht, ne? Also mir macht es auch noch Spaß, aber ich hänge jetzt auch ganz schön in einem Spiel nach den anderthalb Jahren. Aber es kann gut sein, dass ich in einem Monat keine Lust mehr habe, wenn das sich nicht groß verändert. Also das ist gut möglich, habe ich oft genug erlebt bei Spielen, bei mir. Das geht ganz schnell. Ich meine, es gibt einfach auch so viele total tolle Spiele da draußen, die halt auch super viel Spaß machen. Da muss ein Spiel auch ein bisschen was zeigen, damit es da länger sozusagen für mich attraktiv ist. Stimmt. Also der Dennis, der versteht was von Videospielen. Naja, der spielt seit 20 Jahren, also... Ich denke schon. Ich würde mich damit rühmen, wenn ich auch von sonst nichts verstehe, außer von Filmen vielleicht noch. Aber... Sonst so... So, wenn wir mal gucken, ob wir hier das noch irgendwie rumreißen können. Wahrscheinlich nicht. Aber... Sehen wir dann gleich. Basti, wie läuft's bei dir, mein lieber Verbündeter? Wahrscheinlich besser. Ich weiß, dass ich allein auf dem Planeten bin. Das ist schon mal was wert. Ich bin auch allein auf meinem Planeten. Das ist super. Ja, toll. Und Lelouch und mein ich Verbündeter. Machen uns hier fertig, während wir hier. Während ihr euch uns da fertig machen. Könnt. Ja, das ist ja super. Oh. Ich dachte, ich ärgere dich mal ein bisschen. Ich habe solche Energieprobleme. Ah, da haut er ab mit seinem Commander, die feige Sau. Du Feigling. Hä? Na, Lelouch? Der ist doch noch nicht fertig. Hä? Der wurde überhaupt nicht mehr abgeholt. Das weiß ich doch nicht. Der kam nur gerade der Astraeus runter. Mehr habe ich nicht gesehen. Was du jetzt? Shit. Ah, ich habe zu wenig Energie, weil der mich ja vorhin angegriffen hat und hier unterbrochen hat beim Energieaufbauen. Da bist du. Enemy Commander. Scheiße, ich brauche viel mehr Energie. Und ich brauche viel mehr Ressourcen. Alle brauchen von allem viel mehr. Kenne ich, will ich auch. Ach shit, ach shit, ach shit, ach shit. Na gut, dann kommt, bauen wir nur noch das. Und das auch. Ah, ich stelle mich heute aber wieder an. Unglaublich. Dass sowas überhaupt ins Fernsehen darf, naja. Ist ja sowas ähnliches. Ja, war teilweise immer noch ein bisschen niveauvoller, manchmal aber auch nicht. Ja, kommt ein bisschen drauf an, ob man niveaulose Sachen guckt. Oder niveauvolle. Gronkh. Was ist denn ein Gronkh? Kann man das essen? Ja, ja, naja. Wäre besser so, ne? Wäre besser manchmal. Das ist so ein neuer Schinken. Ja, aus Oberitalien. Ah, oh, ist der Wahnsinn, das Zeug. So. Er hat ein paar interessante Sachen. Ist nicht alles niveaulos. Ich sehe schon, also ich habe zur Zeit ziemlich gut, habe ich aber auch schon länger einen Blick drauf geworfen, bevor die deutschen Leute es überhaupt kannten. The Long Dark. Ach so, ja. Ja, finde ich auch gut, aber da ist noch nicht so viel drin, ne? Ja, also ich habe das irgendwie das erste Mal bei einem gewissen Scott Manley gesehen. Mhm. Ja, und, ja, fand das ganz gut. Kennst du den? Ja, ich höre, klar. Ja? Also ja, wirklich? Wirklich? Ja, wirklich? Ja. Wirklich, wirklich, ah, wirklich, oh mein Gott. Wirklich, 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 wirklich. Na, das hast du dir ja hier schön überlegt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Überall die ganze Scheiße im All hängen, ey. Unfassbar. Was hast du denn? Ja, überall hängst du rum. Fürchterlich. Das ist Lelouchs Taktik. Kannst du mir kurz sagen, ob meine schon angekommen ist, aber wahrscheinlich nicht, oder? Wie, was, wo, deine? Ich weiß ja nicht, was du geschickt hast.
Ach, er kann gar nicht ankommen. Ey, Lelouch, ich komme zu dir. Zu dir, Alter. Ich komme zu dir. Lelouch, du kannst ja ein Portal bauen, da kannst du Unterstützungseinheiten durchschicken. Ja, eigentlich komme ich woanders hin zu dir. Über dir. Ne, Moment mal. Lelouch, hä? Hey. Oh. Ah. Das war ich auch abgestürzt? Nö. Nein. Nein. Was machst du denn da? Gar nichts. Weil angeblich der Server nicht mehr existiert. Okay, das ist dann ärgerlich. Da wünsche ich dir, dass das doch nochmal geht. Denn mit dir ist ja lustiger. Jo. Ne? Wie kann man auf einem nicht existierenden Server reconnecten? Liebe Entwickler, Frage an euch. Naja, das ist philosophisch gesehen schwierig. Schwierig zu erklären. Und ich bin wieder da. Yay! Alles schnell wird besser, geht das. Alles wird gut. Jetzt nicht. Doch, wird es. Ich bin ja schon da, Herr Tommy. Ja, Tommy. Warte, wo war mein Planet? Tommy, hier kommt der Genuss. Da ist jetzt was falsch verstanden. Nee, stimmt. Ich glaube, das heißt Tommy. Das ist ein Gerücht. Mann, der mit seinen riesen Scheißarmeen, ey. Kann dir leider keine Verstärkung schicken. Ja, ich bin eh tot. Nein! Du auf jeden Fall noch nicht. Doch. Kann nichts mehr. Der Commander. Also eigentlich müssen wir Dennis ja leben lassen. Naja, wer. Ja, er lebt ja noch, nur nicht. Das hat noch nie einer verstanden, der mit mir hier irgendwas macht. Also mach dir da mal keine Sorgen. Die töten mich immer alle zuerst. Und stehen dann da wie die größten Arschlöcher, aber das wissen sie ja alle selber. No offense. Wir sagten, dass ich kein Ich kann mich noch an unseren Sea-Battle erinnern früher, wo wir nur zu zweit gespielt haben. Oh, oh, da war ich nicht nett zu dir. Das stimmt. Ich sag ja, die Arschlöcher wissen schon, von wem ich rede. Und ist es danke, zufällig Valentin? Danke, danke. Nee, Basti. Ah, übrigens, mir ist gerade eingefallen, heute ist doch Freitag, oder? Ja, heute ist Freitag. In einer Woche ist Tag der Deutschen Einheit. Habe ich schulfrei? Ach nee, ich auch. Da haben wir alle frei. Jeder hat da frei. Aus gutem Grund. Außer Metal. Wieso, was muss er denn machen? Er ist Belgier. Idiot. Metal, das soll nicht beleidigend sein, das soll nur dich ärgern. Ja, das soll nicht beleidigend sein. Belgier sind doof. Hör dich auf die. Es ist beleidigend. Ja, es ist total soll genau das sein, wie es sich anhört. So. Ja, es ist beleidigend, dass er ein Belgier ist. Ernsthaft? Ich mag Belgier. Ich habe jetzt ein halbes Jahr in Belgien gewohnt, die sind alle furchtbar. Vor allen Dingen Metal. Oh, hast du ihn denn getroffen? Nein. Aber ist ja egal. Ist ein Belgier, ich weiß nicht. Wie kannst du das denn beurteilen? Ich weiß doch, wie die sind alle gleich. Diese Belgier. Das war. Diese haben alle so blaue Haut und riesige Glubschaugen. Das sind, ich glaube, da verwechselst du was. Die Leute aus Avatar, ne, genau. Beziehungsweise Schlümpfe, aber gut. Ach, die Schweden sind noch schlimmer. Wieso das? Ja, die... Sieh dir Star Trek, der erste Kontakt an. Ja, okay, stimmt. Borg klingt schwedisch. Ja, das ist so wirklich schwedisch in Originalsprache. Was heißt es auf Schwedisch? Weiß ich nicht. Aber ist schwedisch. Wäre doch mal interessant zu erfahren. Vielleicht heißt das ja kybernetische Lebensform, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich heißt das einfach nur Wohnzimmerschrank oder so. Alles, was ich über Schweden weiß... Es gibt Leute, gibt Schweden, die mit Nachnamen Borg heißen. Ja gut, das weiß ich. Das ist bewiesen. Das ist bewiesen. Ja, wissenschaftlich. So, ich habe jetzt eine Riesenarmee. Ja, ja, mach doch mal was damit. Ja, wenn ich mal hinkommen würde, wenn ich überall irgendwelche fliegenden Dinger sehe, die abschießen. So. Wieso habe ich auf dem Planeten zwei Portale? Damit du schnell hin und her kommst. Weil ich nur ein Portal gebaut habe. Was für faule Leute. Mann, meine Leute machen gar nichts mehr, was sie sollen. Vielleicht sehen sie dich nicht als Autoritätsperson.
Ich habe gehört, dass Männer mit kurzen Hosen 10% ihrer Autorität verlieren. Ich trage gerade gar keine Hosen. Was sagst du dazu? Jetzt schreit nicht nach einer Facecam. Lustig. Niemand würde meine Hosen sehen, wenn ich Facecam. Ach nee, da gibt's schon was Witziges mit Hosencam. Zu sehen. Das wäre doch was. Ach nee. Da gibt's schon was Witziges zu sehen. Tour de France, das ist so geil. Ja, naja, da sieht man aber auch nicht, dass ich keine Hose anhab. Nee, da hatte ich eine Hose an. Eine Sporthose. Ja, aber es ist trotzdem witzig. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel, ob du eine Hose an hast oder nicht. Das stimmt. Ist in beiden Fällen ultra sexy. Oh. Oh na, irgendwer muss ja immer diese blöden Kommentare machen. Ja. Wenn ich auch sonst nichts kann beim Spiel, dann blöde Kommentare machen. Ach ja. So, habt ihr jetzt irgendwelche längerfristigen Pläne hier, wie ihr mal was machen wollt? Oder ist das ja nee. Was meinst du damit? Du kennst uns doch. Naja, wie ihr euch alle gegenseitig umbringen wollt. Also ich kann dir sagen, was ich vorhabe, aber es hilft dir jetzt wahrscheinlich nicht. Nicht so richtig, ne. Ich schicke gerade ganz viele Flieger in deine Richtung, um den Luftraum freizukriegen, aber ich eigentlich mal ein Portal bei dir hinkriegen. Ah, das klingt doch nach einem sehr angenehmen Plan. Ja. Sowieso in die Hose gehen, also von da. Ja, aber ich habe ja keine Hose an, da kann also gar nichts passieren. Dennis, verschwinde mit dem Commander da! Wieso? Du versautes kleines Stück. Bring ihn doch um. Nein! Du traust dich doch eh nicht. Mist! Ich dachte, ich mache dir mal ein bisschen den Mund wässrig. Naja, kein Kommentar. Wieso? Ach, dein Mund ist schon wässrig, weil du dir vorstellst, wie ich ohne Hose aussehe. Oh. Wir haben eindeutig Freitag. Oh, das ist ja, das ist eine Comedy-Show. Freitag bedeutet Humortag. Eine Unterhosen-Tag. Ja, genau der. Heute ist doch gar nicht Mittwoch. Nee, wieso Mittwoch? Was hat das damit zu tun? Was erzählst du wieder? Was erzählst du da, ey? Nur am, ja, am Sonntag trifft's eher. Am Sonntag trifft's eher. Okay, hast ja recht. Ja. Die Leute wollen jetzt hoffentlich nicht wissen, warum ich was weiß. Ach, du weißt doch gar nichts. Tust du nur so. So, mein Commander. Du, ich komm dir mal gleich rüber. Ja, da möchte ich ja schon die ganze Zeit. Ja, guck mal, da fliegt doch schön einiges hin und her. Sehr gut, so mag ich das. Unter anderem. Das hat man Gott sei Dank nicht verstanden, aber es hätte ja auch nur Lelouch was gesagt, also insofern ist das völlig okay so. Ich habe gesagt, unter anderem ein einsamer Commander. Ja. Noch ein anderer außer meiner. Fände ich ja schön. Zirp noch ein. noch drei weitere. Gut, Leute, es passiert ja momentan nicht viel, deswegen machen wir mal eine ganz kurze Unterbrechung. Und dann gibt es eine zweite Folge, wo wir uns endlich gegenseitig umbringen. Also vor allen Dingen alle. Offenbar. Bis dann. Ja.